So, schönen guten Morgen zum letzten Handelstag in der Woche und es verspricht ein rumpeliger Auftakt zu werden. Donald Trump und Melania Trump, seine Frau, die First Lady, sind positiv auf Covid-19 getestet worden und befinden sich jetzt in Quarantäne. Sie haben direkt getwittert, also Donald Trump hat direkt getwittert, dass er sofort mit dem Erholungsprozess, Genesungsprozess beginnen wird in der Quarantäne und dass man das gemeinsam durchstehen wird. Und was das jetzt für die Börsen bedeutet, darüber spreche ich mit Viola Grebe. Dir einen schönen guten Morgen. Tja, also die Futures nachbekannt werden dieser Nachricht doch massiv unter Druck gewesen. Das bedeutet eigentlich nichts Gutes für den DAX. Genau so sieht's aus. Erst hatte sich nämlich ein halbwegs stabiler Handelstag oder Handelsstart vielmehr angekündigt, aber dann Dow Future abgerauscht, daraufhin auch die DAX-Indikation ziemlich angeschlagen. Tatsächlich haben wir ja auch von der Vorgabenseite sonst nicht so wahnsinnig viel. Also auch in Asien, da handelt ja heute nur der Nikkei, also die Indizes, auf die wir sonst gucken, zumindest nicht. Also China und Hongkong feiertagsbedingt die Börse geschlossen. Immerhin der Nikkei handelt wieder. Das war ja nicht immer so. Gestern hatte man da ja eine technische Panne. Aber auch der Nikkei ist dann eben doch etwas runtergegangen, nachdem eben diese Nachricht bekannt wurde, dass Trump positiv auf Corona getestet wurde. Ja, und für den DAX heißt das, nachdem wir gestern uns schon nicht an die positive Stimmung der Wall Street so ein bisschen angelehnt haben, uns da überhaupt nicht inspirieren ließen, sondern eher abwartend waren. Heute gibt es ja auch noch die US-Jobs. Aber nach dieser Nachricht sieht es doch erstmal nach einem ziemlich roten Start in diesen letzten Handelstag aus. Naja, vielleicht beruhigt sich ja das Geschehen dann irgendwann im Tagesverlauf. Wir bekommen ja die wichtigen Arbeitsmarktdaten. Dir einen schönen Dank und schönen Tag nach Frankfurt. Also, wir schauen uns das mal kurz an, was da gestern passiert ist. Also, gestern die amerikanischen Börsen noch relativ stabil unterwegs gewesen, wobei die ganz großen Sprünge gab es hier nicht mehr, außer wenn man mal von Tech absieht, dann hier unten fangen schon eigentlich die Nachrichten an. Momentan gibt es eigentlich nichts anderes mehr, oder was heißt eigentlich? Momentan gibt es nichts anderes mehr, als dass Donald Trump infiziert hat, dass seine Frau sich ebenfalls infiziert hat und wie es jetzt weitergehen könnte. Es wird eine relativ kurze Sendung, weil das Geschehen wird heute unter dem Eindruck dieser Nachricht stehen. Also muss man sich gar nicht so große Gedanken um den Handelstag machen und was man hier aufzeigen will. Deshalb kommen wir gleich zum ersten Chart. Wir haben es nochmal. Jetzt müssen wir zurückgehen bei der Tafel. Genau, wir haben nochmal uns die DAX-Werte für das letzte Quartal angeschaut. Die Amerikaner, die schenken wir uns heute Morgen. Da gehen wir dann am Nachmittag genauer drauf ein. Wie gesagt, ist heute nicht der Tag für irgendwie die Rückbetrachtung. Da müssen wir nach vorne schauen und dann vor allen Dingen warten, wie der Arbeitsmarktbericht ausfällt. Der ADP-Bericht war ja gar nicht so schlecht. Schauen wir uns den DAX an. Im letzten Quartal 3,8% gestiegen. Vorne dran mit die Aktie von Daimler. Was mich weniger verwundert hatte, war auch Infineon kräftig mit dabei, aber das ist durchaus nachvollziehbar. Die Überlegung, dass sich die Wirtschaft schneller erholt und vor allen Dingen die Weltwirtschaft schneller erholt und vor allen Dingen die positiven Signale, die wir aus China sehen, das war letztendlich das, was Tech auch in Deutschland angetrieben hat. Auf der Unterseite mit der roten Laterne Bayer, nachdem sie ja immer stärker unter Druck geraten, dazu kommen wir dann jetzt, nachdem sie immer stärker unter Druck geraten, weil sie zuletzt auch noch einräumen mussten, dass es in dem Bereich, für den man eigentlich Monsanto gekauft hatte, ebenfalls nicht gut läuft. Und wenn man sich jetzt anschaut, was unter der Führungsspitze mit dem Kurs passiert ist, dann muss man sagen, tja, da hätte ich den Vertrag auch direkt mal weiter verlängert, zumal ja Bayer dann die Ausschüttungsquote am unteren Zielkorridor sieht, also 30-40% des bereinigten Ergebnisses waren ja angepeilt und jetzt wird man eher am unteren Ende dieses Korridors rauskommen. Insgesamt eine schwierige Lage, die man durch den Kauf von Monsanto natürlich nicht verbessert hat und wenn Sie sich das anschauen, ein einziges Trauerspiel in den letzten 4 Jahren. Gut, das haben andere zu verantworten, dass man dann Verträge auch noch weiter verlängert, dass dann auch weiterhin hohe Gehälter bezahlt werden. Und man muss ganz ehrlich sagen, ja, wenn sich die Aktionäre da nicht auf die Hinterläufe stellen und zufrieden damit sind, was sie da bekommen für ihr Geld, ja, denn am Ende ist es ja ihr Geld, dann ist es halt nun mal so. Auf der Rückseite im HDAX, Grenke nach der Short-Attacke hat sich mittlerweile geäußert. Das Unternehmen hat gesagt, die Vorwürfe sind haltlos, aber da ist natürlich erstmal der Schaden angerichtet. Jetzt auf der vorderen Seite, auf den vorderen Rängen, das, was man erwarten würde. Shop-Apotheke, eine der Momentum-Aktien in den vergangenen Monaten letztendlich gewesen. Zalando
mittlerweile wirklich von hoch zu hoch. Das geht jetzt nicht mehr so schnell, aber letzten Endes trippelt die so nach oben, hat jetzt gerade dann ein neues Hoch gemacht. Das sei es von meiner Seite schon gewesen. Viel mehr gibt es heute nicht zu sagen. Wir warten jetzt ab, wie sich die ganze Situation entwickeln wird. Tatsächlich dürften die Auswirkungen ja längerfristig, kann man ja eigentlich nicht sagen, weil in ein paar Wochen sind ja auch bereits dann die US-Präsidentschaftswahlen. Aber wie sich das jetzt kurzfristig ausspielen könnte und ob dich davon die Anleger aus dem Tritt bringen lassen, denn für mein Verständnis, ja, er hat sich angesteckt, ja, er hat es drauf angelegt. Und ich wüsste nicht, weshalb jetzt darunter die Börse längerfristig leiden sollte. Aber wir werden es sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, gute Kurse und wir sehen uns am Nachmittag wieder. Bis dahin, tschüss.